Panzer Corps 2, wir streamen aus der Closed Beta, wir dürfen das. Wir dürfen das, weil der Publisher uns gesagt hat, hier ist ein Key und hier WB, Writing Rule, mach das mal für und mit deiner Community, ein Stream aus der Closed Beta. Einen haben wir schon hinter uns, wir spielen bei Panzer Corps 2 bei einem Rundentaktikspiel, das Mitte März erscheint, aus Sicht der Deutschen den Zweiten Weltkrieg nach. Es gibt auch Szenarien, wo man ein bisschen so alternative Geschichte schreiben kann oder die Seiten wechseln kann, aber im Prinzip spielt man auf Seiten der Deutschen. Was ich nicht so furchtbar schlimm finde, wenn der Let's Player nicht hier eine Rollenspielbombe platzen lässt. Und das mache ich deshalb nicht. Da würde ich mich unbehaglich fühlen. Deshalb konzentriere ich mich aufs Gameplay. Es gibt auch Multiplayer und so weiter. Haben uns beim ersten Stream schon angeguckt. Wir laden uns das Safe Game vom ersten Stream hier aus Stream 01 Ende. Der hat lange gedauert. Bis halb eins in der Nacht waren viele Leute dabei. Und das ist die Mission, die wir jetzt angehen, die zweite Mission der Deutschland-Kampagne. Wenn ihr möchtet, ich weiß nicht, wie viele von euch beim ersten Mal dabei waren, können wir uns auch die Vorgeschichte nochmal anschauen. Aber ich glaube, ich erzähle euch mal einfach das Briefing, das wir bekommen hatten. Okay, also das ist die große Karte hier und unser Ziel ist es hier, das ist Info, Capture Victory Hexes. Das fertige Spiel, um alle Fragen schon mal im Keime zu ersticken, wird natürlich auch auf Deutsch vorliegen. Das ist jetzt 4 Wochen etwa vor Release noch die Version Beta-Version, die ist noch auf Englisch. Also wir starten erstmal mit einer Aufstellungsphase, mit der Deployment-Phase, da oben steht es. Danach haben wir 20 Runden Zeit, um die Hexfelder zu besetzen, die grün markiert sind. Das sind die Victory-Gebiete. Die drei hier, Warschau selber, die Hauptstadt der Polen, schwer zu erobern, 3 Felder dicht nebeneinander. Dann wurde uns beim Briefing gesagt, dass hier so extra Verschanzungsfelder sind. Die sollten wir versuchen auch zu knacken. Und wir wurden gewarnt, dass hier im Hintergrund, dass hier in Kutno, dass da noch Verstärkungen entstehen können im Laufe der Zeit. Das heißt, wir sollten nach Möglichkeit aufpassen und uns erstmal diesen Ort hier einnehmen, damit man uns nicht immer in den Rücken fällt. Und das ist auch noch ein Hexfeld, das wir beim Vormarsch uns holen sollten. Wir können hier unten stationieren und dort auf beiden Zonen. Und wir haben hier, wenn wir auf den Orten sind, wo unsere Fahnen wehen, dann bekommen wir jede Runde Prestige. Wir starten mit 1990 Prestige und wir haben mehr Slots, Aufstellungsslots als bislang. Wir haben 36 Slots haben wir bislang. So viele Truppen haben wir auch. Das sind die Veteranen, die wir vom ersten Kampf übernehmen. Wir können jetzt noch Einheiten dazu kaufen. Bis zu 45 können wir vorgehen. Und wir können die halt in beiden Feldern platzieren. Was wir uns überlegen müssen, Aufklärung ist alles, sagt Judge Red zum Beispiel. Wollen wir mit unseren Truppen splitten? Sagen wir zum Beispiel, wir sind mutig genug, mit einem Trupp hier vorzuziehen Richtung Hauptstadt. Und wir machen einen zweiten Trupp hier auf der linken Seite, der nur hier links ein bisschen aufräumt. Oder sagen wir, nee, wir halten alle Einheiten beisammen und gehen einfach nur in die Mitte. Platzieren alles hier in die Mitte. Kann man natürlich auch machen. Aber ich würde mal sagen, wir splitten uns auf und gehen vielleicht mehr mit Infanterie vor Richtung Warschau. Blocken hier auch die zentrale Straße. Versuchen die rechtzeitig zu besetzen, damit die sich nicht gegenseitig verstärken können. Also dass wir hier nur so eine Defensivposition mit einem kleineren Trupp beziehen, dass wir vielleicht ein Drittel der Armeen hinstellen, vorrücken, das schon mal platzieren, mit den anderen hier aufräumen und uns dann so langsam vorbereiten. So könnte ich mir das vorstellen. Wir gehen mal rein und wir können Einheiten noch kaufen. Und wir können uns natürlich auch erstmal anschauen, welche Einheiten wir haben. Das sind diese hier. Wir haben von der ersten Mission noch 3 Infanteristen, Infanterietrupps. Das war mir zu wenig. Also ich würde gerne mindestens einen Infanterietrupp noch einsetzen. Die brauchen wir einfach zwingend, wenn wir in eine Stadt reingehen. Weil ohne Infanterie Häuserkampf durchführen ist mäßig clever. Also einen Infanterietrupp mindestens sollten wir uns kaufen. Dann plädiere ich sehr dafür, dass wir alle Infanterietrupps mit solchen Opel Blitztransportern ausstatten. Auch die wir im Augenblick, die das noch nicht haben, weil die teilweise sonst super langsam unterwegs sind. Ja, dann fehlt uns Artillerie. Wir haben bislang, im Chat wurde das auch schon gesagt, 2 Artillerien, das ist okay, eine dritte sollten wir uns holen. Dann haben wir 2 Jagdflugzeuge. Ich finde, das reicht eigentlich. Mit 2 haben wir immer eine feindliche Einheit klein gekriegt. Wir sollten einen taktischen Bomber oder einen strategischen Bomber uns holen. Was ich nicht weiß, da würde ich mich von euch, von den Veteranen auch gerne coachen lassen,
Bislang war der taktische Bomber für uns besser geeignet. Was ist der Unterschied in-game zwischen taktischen und strategischen Bombern und wer ist in welcher Situation sinnvoll? So war eher noch einen taktischen kaufen oder noch einen strategischen Bomber. Ich klicke mal einen an und klicke mal auf die Infos und schaut mal mit mir, welche Vorteile die haben. Also der taktische Bomber ist als Allrounder gut im Kampf gegen Infanterieziele oder gepanzerte Ziele. Und ist gut beim Angriff gegen Schiffe. Ob wir auf dieser Karte so viele Schiffe treffen werden, hallo General Feierabend, das weiß ich nicht genau. Da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter. Dann steht hier, der hat ein bisschen auch Air Defense, das heißt, wenn der angegriffen wird von Jägern, kann er sich ein bisschen wenigstens zur Wehr setzen. Also mehr so eine Allrounder-Einheit. Und im Gegensatz dazu, der strategische Bomber, Ground Defense wert gut. Ich verstehe das so, dass der, wenn der angegriffen wird vom Boden von Flakgeschützen, dass der sich dagegen besser zur Wehr setzen kann. Vielleicht, weil er höher fliegt, so verstehe ich das. General Feierabend sagt, taktische Bomber zum Aufweichen der Verteidigung. Was ist denn der Wert hier? Hier, Soft Attack und Hard Attack Werte sind ganz gering bei den strategischen Bombern. Was haben die denn überhaupt für Nutzen? Was ist denn Ground Defense der Wert? Das ist der entscheidende Unterschied. Ground Defense Wert ist höher hier. Was ist Ground Defense? Heißt das wirklich beim Angriff, wenn wir angegriffen werden von Flak, dass dann der zur Ausschaltung von Städten sei der besser, sagt General Feierabend. Aber das ist ja Ausschaltung von Städten eigentlich ja ein Defensivwert hier und kein Offensivwert. Haben wir einen dezidierten Offensivwert beim Angriff auf Städten und welcher ist das? Also welcher dieser Werte ist für den Angriff auf Städten der entscheidende? Ist das auch dieser Wert hier, der Ground Defense Wert? Weil ich sehe bei all diesen Werten, die hier stehen, keinen, wo ich aufgrund des Begriffs sagen würde, den braucht man für den Angriff auf Städte. Was ist gut beim Angriff auf Städte? Armsau schreibt das, was ich auch eben schon gemutmaßt hatte, dass bei der Verteidigung, wenn man von unten beschossen wird, der Ground Defense Wert gut ist. Aber was ist beim Angriff auf Städte gut? Da sehe ich mal, weiter runterscrollen kann ich nicht. Wir könnten hier noch die Sonderfähigkeiten uns anschauen, bei den beiden hier. Der strategische Bomber hat hier, ja, er hat mehr, das ist natürlich spannend, der Suppression-Wert wird erhöht beim Angriff. Das heißt, die Feinde können uns nicht so zurückfeuern, wenn wir die bombardieren. Das ist das Entscheidende. Darauf hat General Feierabend eben auch schon hingewiesen. Das heißt, wir ziehen weniger Lebenspunkte ab von den Feinden, sondern sorgen dafür, dass die uns nicht gegenfeuern können, wenn wir danach mit Infanterie nachkommen. Das wäre der Vorteil von strategischen Bombern. Aber wir können nur einen strategischen Bomber pro Feld einsetzen. Die können ja danach nicht mehr wegfliegen. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viele. In der Regel greifen wir immer nur ein Stadtfeld an. Das heißt, man braucht eigentlich nur einen strategischen Bomber für diese eine Stadt, die man in dieser Runde angreift. So verstehe ich das. Okay. Da sind wir uns anscheinend alle einig. Wir brauchen eigentlich nur einen strategischen Bomber, denke ich mal. Das heißt, wir kaufen vielleicht noch einen taktischen Bomber. Was wir uns überlegen könnten, also einen taktischen Bomber, eine Artillerie, eine Infanterie noch. Wenn das alles reicht und schnellere Infanterie. Und wir sollten uns vielleicht überlegen, einen Aufklärer, einen Flugaufklärer uns zu holen, der einfach ganz viel aufdeckt mit einer riesigen Spotting-Reichweite, die riesengroß ist, weil die Jagdflugzeuge, auch die anderen, die haben alle nur Spotting-Wert 2. Das wäre mein Vorschlag. Das wollen wir mal schauen, ob wir einen super guten Flugzeugeinheit finden. Okay? Ich glaube, wir sind uns einig. Chat widerspricht mir nicht, scheint meiner Meinung zu sein, dann ziehen wir das so durch. Dann gehen wir mal rein in den Kauf. Jetzt schauen wir mal, das war mir beim letzten Mal auch unklar, wie man die bestehenden Einheiten, wie man die aufleveln kann. Upgrade, ja, hier rüber geht das, okay. Das heißt, der Infanterie hier geben wir einen Opel Blitz dazu. Klicken auf Upgrade. Jetzt hat die den. Das machen wir auch bei dem hier, Upgrade. Wir haben genug Prestige, aber ihr merkt, wir haben auch ein paar von den Core-Slots
auch aufgebraucht. Wir können nicht mehr so viele Einheiten dazu kaufen wie zuvor. Wir können über die Undo-Taste im Moment, also in dieser Preview-Version, vieles noch rückgängig machen. Ich glaube auch beim Kauf. Wir können es ja mal testen. Wir gucken mal, also hier haben wir jetzt alles verbessert. Wir können die bestehenden sehr starken Einheiten, die viele Erfahrungspunkte bekommen haben, schaut mal hier, die können wir natürlich auch verbessern, indem wir einfach nur sagen, wir gehen hier auf Upgrades und klicken auf Overstrength. Das heißt, wir nutzen einfach nur die erfahrenen Einheiten und geben denen, die verbrauchen genauso viel Slots wie vorher, einfach nur eine Verbesserung von 10 auf 11. Dann haben die einen Kampfpunkt mehr, also einen Lebenspunkt mehr, aber verbrauchen nicht mehr Slots. Das können wir immer machen. Aber lass uns erstmal checken, wie das ist, wenn wir noch mehr Einheiten kaufen würden, okay? Wir gehen hier nochmal raus und schauen mal. Also ich würde gerne einen Infanterietrupp noch kaufen. Kavallerie ignorieren wir mal. Wir hätten Brückenpioniere. Wir hätten Pioniere, Wehrinfanterie, also die Standardinfanterie und die Grenadiere. Die verbrauchen alle drei Slots mit Opel Blitz. Auf jeden Fall, ne? Brückenpioniere nur ein Slot, Pioniere 4, Wehrinfanterie, Grenadier. Brückenpioniere sind einfach nur zur Überquerung der Städte, der Flüsse. Ich glaube, die brauchen wir nicht zwingend im Augenblick. Es geht eigentlich auch so. Wir haben General Feierabend drei normale Infanterieeinheiten. Oh, entschuldigt bitte. Ich zeige euch das gerne mal. Das sind die drei. Wir haben den Pioniertrupp hier, wir haben die normale Wehrinfanterie und noch eine Wehrinfanterie. Wir gehen nochmal rein in Purchase Unit. Also wenn wir davon noch einen kaufen würden, der Hauptunterschied ist im Vergleich zu denen, die sind einfach stärker hier. Die sind besser im... Die sind besser im normalen Kampf, aber die Pioniere, die Bewegungspunkte ist der Unterschied. Er hat drei die Pioniere sind langsamer und die Wehrmachtinfanterie. Die ist doch eigentlich besser. In welchem Punkt sind die Pioniere besser? Das kann ich gar nicht erkennen gerade. Judge Dredd, danke dir. Du hast ein Abo verschenkt an Goldfinger. Der freut sich. Ich freue mich auch. Danke dir. Pioniere sind gut gegen Befestigung. Aber wo steht das? Wo kann man das sehen hier? Was ist der Befestigungswert? Das müsste ja der Close Defense Wert sein. Ja, hier. Du hast recht. Hier steht's. Close Defense. Das heißt, für den Einmarsch in die Städte ist der Close Defense Wert gut. Nahkampf. Wir müssen ja viele Städte einnehmen, dann lass uns doch sagen, wir kaufen noch einen zweiten Pioniertrupp rein und kombinieren den mit Opel Blitz, packen den ins Basket rein, in den Einkaufskorb. Okay, haben wir hier reingepackt. Dann halten wir noch Ausschau nach Flugzeugen und ob wir ein Aufklärungsflugzeug uns kaufen können. Die sind nicht im Angebot. Wir haben nur normale Jäger im Angebot. Das sind die normalen Jäger, wir haben keine Aufklärungsflugzeuge speziell. Das ist ein taktischer Bomber. Nee, das ist ein Aufklärungsflugzeug. Das ist der Storch. Der verbraucht nur einen Slot und ist nur gut für Range, für die Reichweite. Und der hat für Spotten, hier, der hat vierer Spotten. Den könnten wir dafür benutzen. Also hat eine vierer Reichweite, deckt er auf. Die deckt nur eine zweier Reichweite auf und der kostet fast nichts. Ich füge mal einen hinzu zum Korb. Den können wir nachher auch wieder rausnehmen, okay? Dann schauen wir mal, dass wir noch einen taktischen Bomber uns kaufen. Die Junkers ist der bessere. Die ist etwas, die hat nicht so eine hohe Reichweite. Der hat eine höhere Reichweite. Ansonsten sind die Kampfwerte bei allen, bei fast allem sind die Kampfwerte bei der Junkers besser. Also wir fügen den auch mal hinzu. Auch General Feierabend aus uns Community. Moderator bei uns sagt das auch. So, haben wir jetzt auch gemacht. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben drei eingesetzt. Das kostet uns 8 von den Punkten. Ganz knapp. Prestige haben wir. Aber danach hätten wir 44 Punkte. Wir haben nur noch einen Punkt. Also wir können hier keine weitere Artillerie kaufen. Das war's mit dem Thema Artillerie. Mehr Artillerie ist jetzt nicht drin. Wir können nur einen Punkt ausgeben. Mehr nicht. Das heißt, was wir machen, sollen wir die kaufen. Mehr ist nicht drin. Check mal die Panzer bitte. Ich lasse den Korb mal voll. Wir gehen hier wieder raus. Hoppla. Wir haben drei Panzer. Das ist einer, das ist einer, das ist einer.
Oh, die haben teilweise wenig Trefferpunkte. Die haben noch vom letzten Mal wenig Trefferpunkte. Das heißt, die müssen wir gleich auch nochmal aufstocken. Das können wir jetzt schon. Wir klicken auf Elite Replays. Das machen wir jetzt schon. Hier ebenfalls. Wir müssen überhaupt einige nochmal aufstocken. Elite Replays. Das machen wir bei allen. Die haben ja alle schon Erfahrung. Hier unten seht ihr das bei den Trefferpunkten. Die anderen waren bei 100%. Ja, den können wir auch nochmal aufstocken. So. Jetzt haben wir immer noch 1345 Prestige. Das ist eine ganze Menge. Wir können auch einzeln noch Overstrength machen. Ein Blick auf einen Panzer wurde sich gewünscht. Also das hier ist ein... Ja, sind einfach drei Panzer. Also wir haben einen Vierer-Panzer und zwei Fünfer. Vierer, Fünfer, Sechser. Von welchem Trupp? Was ist das? Von welcher... Also mir sagt das nicht viel. Wir haben einfach drei Panzer. Wir können uns eh keinen mehr leisten. Wir könnten höchstens einen noch austauschen. Was ja... Ich würde ganz gerne die auf jeden Fall noch hingehen und die noch auf Overstrength klicken. Das heißt hier... beim Upgrade, den hier die wir haben, noch verbessern. Bei Overstrength. Und, no, hier geht das nicht mehr. Der ist schon bei Dreier-Slots. Aber die anderen. Ich gebe mal bei allem. Den 1Bler würdest du upgraden. Den hier. Ja, wir können dem hier einen weiteren Trefferpunkt geben. Haben wir jetzt gemacht. Wir kaufen auch mal, sind die noch im Korb? Die kaufen wir schon mal alle. So, jetzt haben wir noch einen Punkt offen. Wir könnten auch ein zweites Aufklärungsflugzeug uns leisten. Wir haben ja einen Punkt offen. Oder wir machen eine unserer Einheiten besser. Die erfahrenen Einheiten, wir gucken mal, dass wir, ohne dass wir einen weiteren Punkt bekommen, die noch ein bisschen besser machen können. Hier geht das nicht. Muss man die immer einzeln sich aufrufen? Überall einzeln raus, das ist ja unpraktisch. Hier geht es auch nicht mehr. Dann geht es hier wahrscheinlich auch nicht. Nee, das... Nee, die sind alle, aber wir hatten welche, die waren, das weiß ich ganz genau, die hätte man nochmal verbessern können. Hier geht das, den können wir einen Trefferpunkt mehr geben. Hier geht, also ohne, dass es einen weiteren Slot kostet. Dann checken wir das doch mit bei den Jägern, ob das da geht. Da geht's nicht. Da wird es bei dem anderen auch nicht gehen und bei den taktischen Bombern. Oh, da geht's. Da können wir sogar zwei Trefferpunkte mehr draufpacken. Bei ihm wahrscheinlich auch. Hier nicht. Ach, das war der Aufklärer. Entschuldigung. Da wäre das wahrscheinlich überflüssig gewesen. Hier geht's auch nicht. Das war's schon, ne? Den könnten wir nochmal mal ein Upgrade verpassen. Hier geht's auch. Zwei Trefferpunkte. So, jetzt haben wir immer noch 809. Mal schauen, was der Chat schreibt. Ich habe mich mal gerade das Upgraden verbessert. Sollen wir eine Einheit austauschen? Sollen wir alles so lassen, wie es ist? Oder meint ihr eine Einheit austauschen? Jetzt schreiben, jetzt kann ich noch was machen. Soll ich eine Einheit austauschen? Wünschen sich die Panzerkorps-Experten, dass ich eine Einheit austausche? Ich würde ansonsten einen weiteren Aufklärer noch kaufen. Ein weiteres Aufklärungsflugzeug. Was meint ihr? Also, ich glaube, das lassen wir so. Ich kaufe mal einen zweiten Aufklärer. Das ist nur ein Punkt Unterschied und die sind echt, Aufklärung ist alles, hatte einer eben geschrieben. Das wäre schon hilfreich. Wir kaufen noch einen Storch hier, komm. Alles klar? So, jetzt setzen wir mal ein. Jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir alles gemacht. Ach so, es sei denn, wir können die austauschen, ohne dass die einen weiteren Slot kosten. General Feierabend sagt, aus einem Panzer 1B einen Panzer 2 machen oder einen 38er.
ich mach mal den, ich verlass mich mal auf dich. Du kennst dich ja gut mit solchen Dingen aus. Ich mach mal die letzte Aktion zurück und guck mal, ob das geht. Panzer 1B, aber eine Begründung. Schreib mal warum, damit die anderen das nachvollziehen können. Schreib mal eine Begründung, General. Hi, Chippy. Schreib mal eine Begründung rein. Den würdest du austauschen gegen einen Zweier oder gegen einen 38er. Das ist der 38er. Der verbraucht wie viele Slots hier? Wo steht das, wie viele Slots der verbraucht? Das ist der Slot. Das sind die Slots. Ja, ein Jahr. Dann würden wir aber den Slot verbrauchen. Das können wir machen. Der würde, was wird der bringen? Der wäre erheblich besser gegen Panzer. Doppelt so stark im Kampf gegen Panzer. Die Verteidigung. Verteidigungswert ist erhöht. Trefferpunkte sind identisch. Kostet mehr Geld. Oh, 4 Slots. Die haben wir gar nicht. Den können wir uns gar nicht leisten. Der ist schon mal nicht drin. Marcel hat Chippy ein Abo geschenkt. Das ist ja lieb von euch. Die Chat-Mods gegenseitig. Der Einser. Was schreibt der General? Ist einen Zweier machen. So einen machen. Den können wir uns leisten. Aber das wäre ein Unterschied von 7 auf 10. Beim Angriff gegen Panzer und bei der Verteidigung ein Punkt mehr. Können wir uns auch nicht leisten. Da wären auch 3 Slots. Das ist auch nicht drin von der Anzahl der Slots. Geht auch nicht. Können wir uns alles, geht alles gar nicht. Ja, da ist Overstrength dran. Wir könnten eins runtergehen. Dann ginge das weg. Wenn wir eins runtergehen würden, dann würden wir auf den gehen, dann geht das. Oder auf den hier. Das wäre dann möglich. Also das wäre der noch stärkere hier. Das können wir machen. Dann haben wir einen frei. Höherer Initiativwert. Der Gegner feuert nicht so schnell zurück. Höhere Verteidigung. Höherer Wert gegen Infanterie und vor allem besserer Wert, Angriffswert gegen Panzer mit dem hier. So, das machen. Danke an Raven für dein Abo. Das ist sehr lieb von dir. Okay, so. Alles klar. Zack, schon passiert. Gut so. Angriff. Jetzt setzen wir alle ein. Chat ist zufrieden. Jetzt nur die Frage, wo setzen wir welche ein? Also beim Kampf gegen Infanterie, seht ihr, ist das eine Stadt? Ja, ne? Wir müssen Städte einnehmen. Die Stadt müssen wir einnehmen und die. Wir haben 20 Runden. Also ich würde echt sagen, wir machen nur eine kleine Gruppe, die das hier verteidigt. Setzen fast alle hier hin, wenn das überhaupt geht. Rücken hier vor. Sollen wir 3 Infanteristen hier links? Ich würde sagen, wir setzen alle Infanteristen hier links ein zur Beoberung der Stadt. Mit den anderen Einheiten wischen wir langsam die Karte hier auf. Es dauert eine Weile, bis wir das hier leer gefegt haben. Das scheint mir keine Stadt zu sein, ne? Das ist doch eine Stadt. Eine kleine Stadt. Eine Kleinststadt. Drücken dann so langsam vor Richtung Wachschau. Ich würde sagen, alle Infanteristen hier nach vorne. Dann geht es hier Richtung vor. Die besten Panzer nach vorne. Ist das hier eine Stadt oder... Ist auch eine Stadt, ne? Dann beginnen wir mal mit den Infanteristen vorne. Unsere Flugzeuge können wir nur einsetzen auf Flughäfen. Wir hatten einen Aufklärer, ne? Das ist der hier. Den können wir in die Mitte setzen. Der sollte von hier aus... Kann er da auch aufgeklärt? Da kann er auch hin. Was hat er für eine Reichweite? Die Storch. Movement, Speed, 13 Felder. Also ich denke mal, von der Mitte aus sollte der eigentlich überall hinkommen, wenn wir ihn hier hinsetzen. Finde ich mal, denke ich mal. Also den in die Mitte. Dann überhaupt, die Flugzeuge können ja von der Mitte aus in alle Richtungen. Der sollte eigentlich von hier bis da hinten auch hinkommen, oder? Was haben die denn für eine Reichweite? Die Jäger kommen wahrscheinlich, wenn wir von Feindjägern angegriffen werden. Woher kommen die? Das ist ein Flugplatz. Vielleicht kommen die von dort, die können von hier kommen, die können von überall kommen. Setzen wir einen Jäger hier hin.
Einen Jäger setzen wir dorthin, einen taktischen Bomber. Hier einen taktischen Bomber. Da einen strategischen Bomber. Hier hin. Artillerie brauchen wir hier links. Die brauchen wir auch relativ früh. Die ist sehr langsam teilweise. Hat die. Oh, können wir die noch upgraden mit einem Fahrzeug? Nein, die ist ihr eigenes Fahrzeug. Die ist sehr langsam. Die können wir hier, die sollten wir weit vorne hinsetzen. Ein Feld zieht die vor und feuert dann, das sollte gehen. Und die ist etwas schneller, die können wir dahinter hinsetzen. Zieht dann auch vor. Die hat, glaube ich, eine 3er Reichweite oder eine 2er Reichweite. Range 2 auch nur. Das sollte aber gehen. Schicken wir die hier hin. Und Infanterie setzen wir auf die Straße. Sind hier auch fix unterwegs. Ist noch ein Pionier. Die anderen Infanteristen dahinter, die können auf der Straße hinterherziehen. Und ein Infanterietrupp. Infanterie brauchen wir hier nicht. Die könnten höchstens von der anderen Seite kommen. Ich glaube, wir lassen die Infanterie erstmal komplett hier links. Dann haben wir noch einen Aufklärer. Den würde ich auch eher hier vorne einsetzen fürs Aufklären. Und dann haben wir die schweren Panzer hier links. Einen leichten Panzer hier. Das ist natürlich sehr riskant. Einen Panzer hier noch. Den etwas schwächeren hier. So könnten wir es machen. Oder wir sagen, wir ignorieren hier das komplett und setzen alle Einheiten hier links ein. Das können wir auch machen. Sollen wir die restlichen auch noch nach links ziehen? Die paar, die jetzt gerade sind. Was meint ihr? Nein. Ist doch gut so, in die Zange nehmen. Zwei hier ist ein bisschen wenig hier. Zwei, reicht das aus? Sollen wir eine Einheit von links abziehen? Eine Einheit mehr nach rechts. Dann ziehen wir noch von hier links noch. Wir könnten noch einen Infanteristen. Wir haben hier vier Infanteristen, das ist ein bisschen viel. Nehmen wir den Infanteristen und setzen den. Hoppla. Wie nehme ich den wieder auf? Gar nicht. Wie entferne ich den wieder? Rechtsklick. Ja, jetzt ist er wieder da. Jetzt setze ich ihn hier hin. Da ist er jetzt. Soll ich es so machen? Können wir so loslegen? Alles klar? Zufrieden im Chat? Wir können auch einen Panzer noch nach rechts machen. Weil die sind ja motorisiert, dann können die auch von der Seite kommen und hier von der Seite aus angreifen. Alles klar? Auf in die Schlacht, schreibt Judge Dredd. Viel Vergnügen. Auf geht's. Haben wir alles platziert? Ich denke ja. Ja, sonst wird das ja hier stehen. Auf geht's. Start. Runde beginnt. Oh, wir haben die Heroes, die Einheiten noch nicht. Wir haben einen Helden noch, den hatten wir zu Ende der letzten Mission bekommen. Da muss ich noch gucken, wie wir den einsetzen. Wo wir den finden überhaupt? Wo ist denn der Held? Wir hatten einen gefunden. Wo ist unser Held? Ist der bei den Einheiten ist er nicht. Den müssen wir irgendwie anders zuweisen. Den weisen wir anscheinend einer Einheit zu. Ne? Das heißt, wir müssten einer unserer Leuten... Ich habe das vergessen, welche Eigenschaften der hat. Unten bei I drücken, bei 1 drücken... Hier, Heroes und dann zuweisen. Ah, alles klar. Was hat er denn für Eigenschaften? Mal gucken, das war dieser Bernd Neumann. Plus 5. Ah, na, okay. Das Limit, wie wir die Einheit überziehen können, ist erhöht. Aber da wir die Einheit ja alle, das nützt im Augenblick gar nichts, ne? Sammelt er auch Erfahrungspunkte. Also wir könnten dann eine Einheit noch weiter stärker machen. Sammelt so ein Held auch Erfahrungspunkte? Ich weiß es nicht. Wir können ihn ja trotzdem irgendjemand zuweisen. Also ich denke mal, unsere taktischen Bomber, die werden ganz schnell sich verbessern. Sollen wir einem unserer taktischen Bomber einen Helden zuweisen? Machen wir hier mit dem
mit der Yu hier. Die hier, die bekommt einen Helden. Okay, haben wir das gemacht? Jetzt geht's aber endlich los. Runde 1 beginnt. Jetzt sorgen wir erstmal für Aufklärung. Ist der Spielton laut genug? Ich kann ihn ein bisschen lauter machen. Ich habe den Verdacht, die Musik ist ein bisschen leiser. Wenn ihr möchtet, kann ich die Musik ein bisschen lauter machen. Müsstet ihr euch nur wünschen von mir. Das wäre kein Problem. Wir machen erstmal Aufklärung. Wir schnappen uns unseren Storchflieger. Das ist dieser hier. Und fliegen mal vor. 4 Felder aus weit. Kann der gucken, ne? Das heißt, wenn wir ihn hier hinsetzen. 1, 2, 3, 4. Dann sollten wir alles sehen können. So. Oh lala. Eine ganze Menge Einheiten. Die müssen wir erstmal alle vom Schlachtfeld rausnehmen. Wen haben wir denn hier direkt vor der Nase stehen? In der Stadt drin steht ein Infanterietrupp, polnische Infanteristen. Wir müssen... Oh, schaut mal hier. Alles nicht besetzte Felder. Wenn wir die einnehmen würden, würden wir laufend Prestige bekommen. Und wir können auch mit den anderen vorziehen. Hier steht ein Panzerspähwagen, denke ich mal, ne? Hoher Kampfwert gegen Infanteristen. Da müssen wir aufpassen, dass der uns nicht in den Rücken fällt. Der ist wahrscheinlich aber anfällig, wenn man den angreift mit Panzern. Und hier müssen wir rein in die Stadt. Das heißt, zuerst ziehen wir mal die Infanterie vor auf das Feld. Bringt das einen Nachteil, wenn man in einem Fluss stationiert ist? Ich glaube, den brauchen wir ja auch nicht zwingend. Wir ziehen einfach mit dem Infanterietrupp hier schon mal vor. Das war einer der Pioniere. Mit dem ziehen wir ganz dicht ran. Hat es einen Nachteil, wenn man auf den Fluss draufzieht? Ja, brüllt General Feierabend. Ja, ich habe verstanden. So viele Zuschauer, 240 Zuschauer. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr. Nasse Hosen ist der Nachteil. Ja, Pfeifgags. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen sehr hilfreiche Geschichte. Welchen Nachteil hat das denn? Kann man dann leichter auf die draufballern? Wir ziehen mit der Artillerie hier hin. Die kann von hier aus feuern. 3 Suppression Unterdrückungswerte drauf. Für die, die gestern nicht dabei waren, klick hier drauf. 4 sogar. Das heißt, wenn die auf uns feuern, dann wird denen dieser Wert abgezogen. Also deren Angriff auf uns wird um diesen 4er-Wert reduziert. Das ist allerdings nach dem Rundenwechsel wieder futsch. Wir sollten auf jeden Fall einen unserer taktischen Bomber dem auch noch auf den Kopf drauf schicken. Hier haben wir einen. Einen dahinter. Machen wir das mit dem hinteren. Der fliegt bitte schön hier drauf. Zieht sogar einen Trefferpunkt ab. Wir warten mal ab. Wir gucken erstmal, ob wir in die Stadt reinkommen und wie schnell. Der hat noch 14 Trefferpunkte. Das ist verflixt viel. Hier haben wir noch eine Artillerie. Da ziehen wir auf dieses Feld. Greifen hier auch mal an. 2 Unterdrückungen, 6 Unterdrückungen, 14 Trefferpunkte noch. Dann, ja, beide Artillerien haben wir eingesetzt. Noch ein Flugzeug können wir nicht einsetzen. Wir müssten jetzt also direkt in den Kampf reingehen. Wenn der Solo angreift, würden wir 6 Trefferpunkte abziehen und beim Feind 2 Trefferpunkte abziehen. Ne, umgekehrt. Wir würden 6 Trefferpunkte abziehen und 2 verlieren. Der Feind hat noch 14. Wir müssten auf jeden Fall noch einen Trupp daneben stellen. Wir könnten... Wir kommen, ja, also mit den Infanteristen kommen wir nicht daneben. Wir könnten mit einer unserer schnelleren Einheiten... Kommen wir auch nicht daneben. Wir kommen nicht auf eines der Nebenfelder. Wir können also nur so angreifen, mehr ist nicht drin. Dann machen wir das auch so. Also wir können die nicht umzingeln. So angreifen einfach nur. Nicht wegen des Flusses, schreibt auch der General Feierabend. Das ist gut. Die Einheit ist raus aus der Stadt. Das ist sehr hilfreich. Jetzt kommen wir nämlich in die Stadt rein. Und der hat noch wie viele Trefferpunkte? Nur noch 8. Das ist sehr hilfreich. Dann können wir die Stadt auf jeden Fall einnehmen. Und die nehmen wir ein mit einer Infanterie.
Dann haben wir schon mal eine weitere Infanterie vorne. Hier ist noch ein Infanterietrupp. Kommt der so weit? Ja, aber der kann dann, glaube ich, nicht mehr angreifen. Was heißt das, wenn ein Haken dahinter heißt? Heißt das, dass die Einheit dann noch angreifen kann oder nicht mehr? Das ist eine Frage zu Beginn, die konnte mir keiner beantworten. Schaut mal, zwei Arten von Feldern. Ganz weit ist dann nur noch LKW. Mittlere Distanz heißt LKW mit Haken. Heißt LKW mit Haken, dass die Einheit zwar noch angreifen kann, allerdings nur noch aus dem LKW heraus angreifen kann, mit reduzierten Werten. Das wäre meine Mutmaßung. Und das, wenn man hier hinzieht, die dann auch im LKW drin ist, aber gar nicht mehr angreifen kann. Heißt das das, was ich gerade gemutmaßt hat? Haken heißt, er kann noch absetzen, denke ich, schreibt Drubbel die Katze und mutmaßt. Testen! Es gibt doch die Undo-Funktion. Ja, das ist ein guter Hinweis. Testen wir mal. Wir ziehen vor mit der Infanterieeinheit bis hier rein. Klicken dann auf Mount a Mount. Also das geht schon mal nicht. Okay, da müssen wir die wurde automatisch entladen, oder? Die ist automatisch entladen worden. So stellt sich mir das dar. Und kann aber nicht mehr angreifen. Ich hätte schon gerne jemanden, der angreifen kann. Ich drücke mal auf Undo und wir schnappen uns einen unserer Panzer. Brauchen wir einen der ganz guten. Soft Attack Wert ist hier bei 12 und bei denen ist der Soft Attack Wert bei 11. Wenn wir den hier hinziehen und mit dem hinteren, der kommt gar nicht bis dahin hin. Es kommt nur der bis dorthin. Hierhin machen wir, ne? Der zieht vor. Aber der ist natürlich bei der Verteidigung der Stadt nicht so gut geeignet, aber wir könnten auch sagen, wir machen Folgendes. Ich weiß, wie wir es machen. Wir schnappen uns noch einen weiteren taktischen Bomber. Zieht auch nur einen ab. Das macht wenig Sinn. Ich ziehe einfach eine Infanterie rein. Wir müssen den nicht sofort killen. Es reicht ja, wenn wir einfach mit dem hier rein. Wir haben jetzt einen Punkt schon mal besetzt. Hier ist die deutsche Fahne jetzt zu sehen. Das ist schon mal gut. Das haben wir geschafft. Den können wir auch in der nächsten Runde rausnehmen. Es ist auch so. Panzerhäuserkamm schreibt auch Bullet. Das ist eine mäßig gute Idee. Aber so sollte es jetzt passen. Alles klar, machen wir das so? Ich denke ja, ne?